Mein Name ist Petra Müller. Ich bin Abteilungsleiter Highlander. Und naja, als Abteilungsleiter hat man so die Aufgabe, die Jungs und Mädels zusammenzuhalten, Veranstaltungen zu planen und eben zu gucken, wer startet bei welchen Wettkämpfen. Also das ist einmal das Hammerwerfen. Ich habe hier gerade einen Hammer in der Hand, schottischer Hammer. Im Unterschied zum Leichtathletikhammer hat er halt einen Stiel, ist ein bisschen schwerer, wird aus dem Stand geworfen. Dann stoßen wir Natursteine, wir werfen Gewichte weit, wir werfen Gewichte hoch, wie beim Hochsprung, also über eine Latte. Und natürlich das legendäre Baumstammwerfen, das gehört auch noch dazu. Also das ist schottischer Fünfkampf, 5 Disziplinen. Ja, muss trainiert werden, also ist jetzt keine Fun-Veranstaltung, sondern ist eigentlich richtig harter Sport. Die beste Platzierung war bisher bei der Weltmeisterschaft 4. Platz. Ja, mein Name ist Uli Müller, ich bin der erste Vorsitzende vom ASV Ludwigsburg-Osweil. Zusätzlich noch Abteilungsleiter und Trainer im Rasenkraftsport und mache Rasenkraftsport im Verein seit 1979, seitdem ich 10 bin. Und an den Verein gekommen bin ich über Familie. Mein Vater war früher Vorstand und ich bin hier im Verein aufgewachsen. Ja, also wir machen Rasenkraftsport, besteht aus den Disziplinen Hammerwerfen, Gewichtwerfen, Steinstoßen. Hammerwerfen ist bekannt aus der Leichtathletik, ist eine Kugel mit einem Stahldraht und einem Griff, wird aus einem Ring geworfen. Gewichtwerfen ist ähnliche Disziplin, nur schwerer und kürzer. Und Steinstoßen, ja, ist ein Quader, der mit Anlauf gestoßen wird, wiegt 15 Kilo. Und Highland Games ist die schottische Variante. Wird nicht aus Ringen geworfen, sondern aus dem Gras. Und ja, die bekannteste Übung ist da das Baumstammwerfen, wo man versucht, einen Baumstamm zum Überschlag zu bringen. Man trainiert eigentlich schon immer ein bisschen in der Gruppe, ja, 2, 3, 4 Leute, damit man sich auch gegenseitig korrigieren kann. Bei den Jugendlichen ist es so, dass ich natürlich da dabei bin, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Und wenn ein Anfänger kommt, er lernt ja zuerst mal die Technik. Bei Fortgeschrittenen, die kann man dann auch mal ohne Betreuung dann werfen lassen. Ansonsten, naja, irgendwie ist das eine Sucht, wenn man da mal angefangen hat, immer weiter zu werfen, sich immer wieder neu zu bestätigen. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren und macht immer noch Spaß. Ich bin Moritz Röske, ich bin 14 Jahre alt und ich bin hier seit knapp 3,5 Jahren im Verein. Gewicht hier, es gibt auch in verschiedenen Gewichten, 3, 5, 7, 10, 12. Der Hammer ist halt leichter, aber dafür länger. Ist halt fast so aufgebaut wie der Hammer, nur anstatt, dass man einen Draht hat, ist halt hier eine Kette und das Gewicht ist allgemein einfach schwerer. Ja. Und das hält eigentlich von den Komponenten her deutlich länger. Hallo, mein Name ist Michael Schmidtgeil. Ja, das Faszinierende an der Sportart ist sicherlich, dass es ein bisschen einzigartig ist. Ja, also man wird halt oft gefragt, was machst du? Hammerwerfen oder Highland Games? Was ist das genau? Also geht so ein gewisser Reiz der Exotik davon aus. Und zum anderen finde ich jetzt, für mich ist es einfach eine tolle Kombination aus Ausdauer und Kraftsport.